Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Es gibt den Verdacht, dass die starken Sender und die großen Antennenanlagen von Harp auch für diese militärischen Versuche benutzt werden. Arizona, Alaska. Fernab von jeglicher Zivilisation betreiben die amerikanischen Militärs hier eine Anlage zur Manipulation der Ionosphäre. Der Name des geheimnisvollen Projekts ist HARP. Ein riesiger Antennenwald kann Radiowellen in die Ionosphäre abstrahlen. HARP hat eine Sendeleistung von 3600 Kilowatt. Das entspricht der Leistung von 1000 Fernsehsendern. Mit den Radiowellen versucht man, die Ionosphäre zu verändern. Die Radiowellen pumpen Energie in diese Schicht aus elektrisch geladenen Teilchen. Die Ionosphäre wird aufgeheizt, dehnt sich an diesen Stellen aus und zeigt Störungen. Eine Möglichkeit, dem militärischen Gegner Schwierigkeiten zu bereiten. Oder HARP sendet Radiowellen. Diese Wellen werden an der Ionosphäre reflektiert und gelangen als extrem lange Radiowellen rund um den Erdball. Das Ziel? Auf diese Weise kann man auch mit abgetauchten Atom-U-Booten jederzeit Funkkontakt halten, denn nur die extrem langen Radiowellen dringen in die Tiefen des Meeres ein. Es gibt den Verdacht, dass die starken Sender und die großen Antennenanlagen von HARP auch für diese militärischen Versuche benutzt werden. Doch offiziell soll HARP lediglich der Erforschung der Ionosphäre dienen. Hier, in der Nähe von Tromsø in Norwegen, werden von den Europäern Experimente mit der Ionosphäre durchgeführt, zu Forschungszwecken. Mit Hilfe von speziellen Anlagen werden Radarimpulse in die Ionosphäre gesendet. Ein kleiner Teil von diesen Signalen wird vor allem durch die Elektronenströme in der Ionosphäre zurückgestreut und von den Antennen wieder empfangen. Daraus lassen sich Rückschlüsse etwa auf die Dichte, Energie und Bewegung der Elektronen ziehen. Am 14. Januar gab es im ZDF einen Wetterbericht, der bei den Zuschauern viele Fragen offen gelassen hat. Der Meteorologe Gunther Thiersch hatte schlangenförmige Wolken auf dem Radarschirm, die sich mit keinem Gesetz der Meteorologie erklären ließen. Und merkwürdig war auch, dass diese Wolken nur auf dem Radarschirm, nicht aber am Himmel zu sehen waren. Haben wir noch etwas, was wir nicht als Regen oder Schnee identifizieren können. Hier im Westen diese Schlangenlinien, das haben wahrscheinlich am Nachmittag über der Nordsee ein paar Flugzeuge, Militärflugzeuge rausgebracht und in etwa 5 bis 6 Kilometer Höhe. Hat mit Wetter so nichts zu tun. Ein Phänomen, das Carsten Brandt vom Wetterdienst Donnerwetter gut kennt. Bereits 2005 waren den Meteorologen erstmals solche merkwürdigen Geisterwolken aufgefallen. Auch Kriegsschiffe tarnen sich mit solch künstlichen Wolken. Düppel wurden bereits im Zweiten Weltkrieg entwickelt. Bestanden sie damals aus Staniolstreifen, so sind es heute mit Aluminium bedampfte Glasfasern mit einer Länge von 15 bis 25 mm und einem Durchmesser von ca. 100 Mikrometer. Sind die Fäden halb so groß wie die Wellenlänge des Radars, kommt es zu Falschechos. Für die enorm großen Geisterwolken aus Richtung holländischer Küste müssen immer wieder tonnenweise der Substanz über der Bundesrepublik niedergehen. Wir richten Umweltzonen und Ähnliches ein und anscheinend gilt die Umweltzone in 4, 5 Kilometer Höhe über der Nordsee anscheinend nicht und über Deutschland nicht. Da spielt es keine Rolle, was da ausgebaut wird. Finde ich unglaublich. Im Februar 2008 macht Eberhard Koschella auf seiner Pferdekoppel bei Kaiserslautern eine merkwürdige Entdeckung. Er findet auf dem Gelände große Mengen glänzender Faserbüschel. Es lag hier überall auf den Koppeln, auch im Wald und am meisten konzentriert hier auf dieser Koppel. Und wir haben das eingesammelt und es ergab mehrere Einkaufstüten voll. Koschella wandte sich an Wolfgang Jung von der örtlichen Bürgerinitiative, die die militärischen Aktivitäten der nahen US-Airbase Ramstein kritisch beobachtet. Alle 20 bis 30 Tage ungefähr, konservativ abgeschätzt, gibt es diese Wetterlagen, wo auch diese Partikel auftauchen. Von der Nordsee her, Hochdruckgebiet darüber, von Nordwesten her kommt das rein. Und wenn man das wirklich mal auswerten würde, würde man überrascht sein, wie häufig das auftritt. Also alle 20 bis 30 Tage so eine Situation mit einem flächenhaften Partikelstrom.
Und das hier ist... Auch wenn diese Militärwolken nicht von der Bundeswehr stammen, dass sich niemand verantwortlich fühlt für Stoffe, die regelmäßig über Deutschland absinken und die eigentlich verboten sind, halten die Meteorologen schlichtweg für absurd. Absurd ist ja noch eine nette Umschreibung. Hier wird die Bevölkerung getäuscht. Hier wird die Bevölkerung getäuscht. Don't worry if you can't hear what I'm saying. I couldn't even hear myself. This is the loudest sound you could possibly conceive. And as it turns out, the cleanest. Now, the most amazing thing is that that cloud up there, which was generated by the engine, is just a mixture of hydrogen and oxygen. It's water vapor. And in about an hour's time, someone in Mississippi is going to get wet washing. It will actually rain. I told you. It's raining. That's unbelievable. Oh. NASA's playing God. It's making its own weather. Das wollen einige Forscher nachahmen. Flugzeuge zum Beispiel sollen Schwefel in die obere Atmosphäre bringen. Das Schwefelpulver wird dem Kerosin beigemischt und bei der Verbrennung in den Triebwerken entsteht dann Schwefeldioxid, wie bei einem Vulkanausbruch. Die Schwefeldioxidteilchen streuen das Sonnenlicht und reduzieren die auf der Erde ankommende Strahlung. Entlang der weltweiten Flugrouten soll das Gas global verteilt werden und die Erderwärmung bremsen, oder sogar stoppen. Doch Schwefeldioxid ist giftig. Doch Schwefeldioxid ist giftig. Tal la devastación que causó este arma, que finalmente en el año 76-77 se prohibió mediante dos convenios en Naciones Unidas. Se prohibieron entonces las armas climáticas para la guerra y para fines hostiles. Por lo tanto, efectivamente, existe ese arma. ¿Qué es lo que hace o lo que se hace con ese arma? Pues con ese arma se pueden generar lluvias, se pueden generar tormentas, nubes, se pueden generar rayos, o sea, tormentas eléctricas, descargas en cualquier lugar del mundo, pero también se pueden generar todo lo contrario, es decir, se pueden utilizar para deshacer frentes lluviosos, para deshacer granizo, para deshacer frentes de nieve y claro, bueno, también lógicamente se utilizan para generar sequías. ¿Qué es lo que ocurre? Que este arma, bueno, pues de control climático, al que la posee le da un control prácticamente absoluto, un dominio absoluto sobre los recursos del planeta y sobre todo los recursos alimentarios. Quiere decir que, en fin, cuando hay un país que controla esta tecnología, se puede decir que controla el grifo del mundo. Uh-huh. O bien haces lo que él te dice y tienes agua, o bien no estás de acuerdo y te dejan el país totalmente desabastecido de agua, deshaciendo, rompiendo, destruyendo los recursos hídricos
generando sequías prolongadas que lógicamente conllevan a la capacidad de alimentar a la población de ese país y por lo tanto condenarlos a la hambruna. Uh-huh. Esto existe, hay países que hoy disponen de esa tecnología, pero digamos que los Estados Unidos ha llegado a incorporarla como parte de su política exterior. En el informe de las Fuerzas Aéreas norteamericanas, se llama, fíjese, además el título, Poseyendo el clima para 2025. Con ese título, que se explica por sí mismo, pues nos quedamos verdaderamente sin palabras y sin aliento. Que alguien pueda arrogarse el poder de controlar el grifo del mundo es algo que nos supera a todos. Entonces, bueno, en este mismo informe se dice que formará parte de la política exterior de los Estados Unidos, quiera el mundo o no quiera, y que esta política se va a imponer a través de convenios bilaterales, a través de organizaciones como la OTAN, que es lo que nos compete a nosotros, o a través de las Naciones Unidas. De hecho, en la última Asamblea General de Naciones Unidas, en el apartado D de su quinto informe sobre cambio climático, el IPCC ya de alguna manera reivindica esto que se denomina geoingeniería. Visto así, la verdad que da un poco de terror, aunque por otro lado uno puede pensar, bueno, pues no está mal, ¿no? Si se ha avanzado, se ha podido descubrir una tecnología que nos ayuda, podría facilitarle la vida a muchas personas en zonas donde sufren sequía, o donde pues a lo mejor se necesita a lo mejor cierto control, pero utilizado de esta manera puede asustar, porque ¿hasta qué punto se puede presionar con esta, o Estados Unidos o algún país poderoso puede presionar con esta tecnología a otros? Bueno, está claro que cuando tienes esta tecnología puedes presionar a quien te dé la gana. De hecho, yo el año pasado, no, este año, estuve muy preocupada con la reacción de Pyongyang, por ejemplo, en Corea del Norte, que estaba decidido a iniciar una guerra nuclear, ¿no? Y pensaba lanzar una guerra nuclear contra los Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos tiene una lista de países, ellos en su jerga de clasificación de los países, pues unos son países parias, donde no se respetan los derechos humanos, etcétera, pero otros son los países canallas, que son los que están totalmente en contra del gobierno americano. Entre esos países canallas está, por ejemplo, Corea del Norte, donde hace que no llueve una eternidad y, lógicamente, no pueden alimentar a sus propios ciudadanos. Entonces llega un momento en que, finalmente, en fin, no se justifica la actitud de este gobernante, ¿no? Pero se llega a entender la desesperación de un gobernante y la desesperación de un pueblo, sabiendo que le están obligando a pasar hambruna solamente porque están en la lista de los países canalla, ¿no? Cuba es otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, Cuba ha tenido recursos, felizmente, para restaurar sus sistemas hídricos, y en ello están. Josefina, la gente se preguntará en casa, bueno, esto nos queda muy lejos. Estamos hablando de países que están a miles de kilómetros de Zamora. Pero sí que aquí ya empieza a haber preocupación. ¿Dónde, en qué zonas se están empezando a despertar las sospechas ante esa utilización de la geoingeniería? Bueno, una cosa que tengo que explicar es lo siguiente. En el momento en que estos métodos, esta tecnología de guerra se prohíbe por Naciones Unidas, lógicamente, vamos a hacernos la pregunta, ¿es que un país que tiene el dominio del control del clima, que le da el dominio sobre todos los recursos del planeta, sobre todos los países del mundo, va a renunciar a ese dominio porque ha firmado, por cierto, con mucho retraso, el convenio de Naciones Unidas? No va a hacerlo. Lo único que le queda a este país es cambiar el collar al perro, es decir, es generar un problema global para después venir con una solución global. El problema global fue el generar la nueva religión del cambio climático.